Hey und herzlich willkommen zu meinem ersten Formatvideo hier auf dem Kanal. Hey, 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 hey und herzlich willkommen zum heutigen Video. Hey und herzlich willkommen zum heutigen ABZ-Format. Und ja, vielleicht ganz kurz vorab die Info an euch: dieses ABZ-Format, wie ihr das bis dato kennengelernt habt, also unter anderem mit unserer kleinen grünen Drehscheibe hier, wird es heute das letzte Mal so auf YouTube von mir geben. Und bevor es weitere Informationen dazu gibt am Ende vom Video, würde ich sagen, drehen wir unseren letzten Buchstaben heute auf unserer Drehscheibe aus. Also mal gucken, was sie heute noch für uns auf Lager hat, die kleine grüne Drehscheibe. Und dann gucken wir gleich, dass wir heute den Buchstaben E haben werden. Okay. Mit E gehen wir natürlich wieder auf unsere Seite. Ihr wisst natürlich Bescheid, wie sie heißt. deutschwortschatz.de, ne? Ich konnte mir letzte Mal nicht verkneifen, das zu sagen. Und da haben wir es schon mit E. Und da schauen wir gleich, was wir für einen Begriff haben werden mit E heute. Und zwar E wie Eintagsfliege. Eintagsfliege. Das habe ich gerade ein bisschen komisch betont. Eintagsfliege wollte ich sagen. Eintagsfliege haben wir heute. Okay, nehmen wir mit. Finde ich ein sehr witziges Thema, weil ich mir schon tatsächlich immer Gedanken gemacht habe, warum eigentlich Eintagsfliegen Eintagsfliegen heißen. Leben die nur einen Tag? Wenn ja, was machen die an dem einen Tag? Müssten die dann wirklich von A bis Z alles durchleben, wie es zum Beispiel andere Lebewesen oder Insekten, die wirklich jetzt mehr wie einen Tag leben zum Beispiel, dass die da jetzt sozusagen nicht nur an einem Tag alles durchmachen müssen, sondern wirklich das so Schritt für Schritt eben sich entwickelt. Ja, das habe ich mir alles gedacht. Und lustigerweise würde ich jetzt aber mal sagen, bevor ich jetzt hier irgendwas sage, mache ich mal etwas, was ich so noch nie gemacht habe. Und zwar, ich schaue jetzt einfach mal kurz nach, was Eintagsfliegen eigentlich sind, beziehungsweise warum sie so heißen. Also einmal kurz mein Handy zur Hand und ich schaue mal kurz, was Eintagsfliegen sind. Einen Moment. Das finde ich jetzt echt mal krass. Da muss ich jetzt mal ganz kurz einschreiten. Ich habe nämlich überhaupt nicht gewusst, dass es, also unabhängig davon, dass es sehr viele Gattungen gibt von Eintagsfliegen. Okay, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Aber dass die Larven der Eintagsfliegen tatsächlich schon 3 Jahre lang im Seeuntergrund leben und dort, wie es hier dran steht, genau, bis zu 12 Zentimeter groß werden können, je nach Gattung natürlich, und dann auch natürlich mehrmals sich häuten müssen, weil sie ja immer größer werden und dort eben auf dem Seegrund tatsächlich einfach auch heranwachsen, also zu richtig großen Larven. Also 3 Jahre zuvor haben also die Eintagsfliegen, so wie ich jetzt hier als Eintagsfliege bezeichne, schon eigentlich ihr Leben hinter sich. Also 3 Jahre lang leben sie eigentlich schon und wachsen sie heran, bis sie dann tatsächlich erst, wie es hier dran steht, im Juni, tatsächlich, im Juni ganz oft ist es soweit, dass es so ist, dass die dann ihr Erwachsenenleben nur noch durchleben. Und was steht hier dran? Das muss ich kurz zitieren. Die Internetseite notiere ich euch auch kurz in den Infobox, falls es euch interessiert. Ich bin auf geo.de, also es sollte auch wissenschaftlich genug sein. Und zwar steht dran, an diesem Tag kommt es nur eins auf eins an für die Fliegen. Und zwar, die Fliegen müssen sich fortpflanzen. Wer hätte das gedacht? Das heißt, 3 Jahre lang wachsen die Larven heran, ja, werden zu richtig fetten Larven, also großen, dicken, kleinen Larven, die dann urplötzlich, instinktmäßig, wie es jetzt anscheinend, mit so einer inneren Uhr, die sie haben, tatsächlich, die innere Uhr, einfach auf die Wasseroberfläche gelangen und dann sozusagen nur noch diesen bis zu einen Tag, zum Teil nur ein paar Stunden haben, um sich fortzupflanzen. Das muss man unserer Zunge zergehen lassen, was die Natur sich hier Wahnsinniges wieder überlegt hat. Das einfach, und dann kommt noch hinzu, hier stand sogar auch noch dazu, Moment, ich muss kurz finden, hier stand es nämlich auch noch mal kurz, dass sogar die Weibchen, also die weiblichen Larven, beziehungsweise Eintagsfliegen später dann, wenn sie sich dann entpuppt haben und die Larven dann eben, ne, zu Fliegen geworden sind, zu Insekten,
also die Metamorphose durchgangen sind, dass sie eben dann von den Larven zu Insekten geworden sind mit Flügeln. Dass man dann eben hier sogar auch steht, dass die Weibchen erst 1,5 Stunden später wie die Männchen schlüpfen, weil die Männchen erst, weil sie ja früher schlüpfen, sich schon früher als Insekt entwickeln, ihre Flügel noch kurz in der Sonne, weil im Juni ist ja meistens Sonne, schon auch so ein sonniger Tag, ihre Flügel noch schön trocknen, um dann wirklich einfach bereit zu sein und direkt, wenn dann die Weibchen sich dann direkt 1,5 Stunden später, ja, hochkommen und dann erst entwickeln mit der Metamorphose, dass die Männchen dann schon direkt auf die drauf gehen können und bereit sind zur Fortpflanzung. Also das müsst ihr euch mal wirklich überlegen. Natur ist einfach der Wahnsinn. In dem Beispiel hat man es wieder gesehen. Das ist einfach unglaublich, was sich da die Natur dabei gedacht hat, dass einfach die Fliegen ja einfach dann sofort ja drauf los, ne? Und nur das eine zählt, nur das eine zählt. Und dann ist es natürlich so, und deswegen machen die Eintagsfliegen auch ihrem Namen alle Ehre eigentlich. Dann ist es wirklich so, dass die männlichen Insekten, die männlichen Eintagsfliegen nach der Paarung dann sogar relativ schnell versterben und die weiblichen dann aber erst in Schwärmen dann tatsächlich noch an den ganzen am See entlang schwimmen und ihre befruchteten Eier dann wieder an die Seeoberfläche abgeben. Und erst dann, nachdem ihre Vielzahl an befruchteten Eiern abgegeben wurde, sterben diese dann leider auch. Und deswegen, wie gesagt, kann es eben bis zu ein paar Stunden dauern. Deswegen heißen sie wahrscheinlich Eintagsfliegen, ne? Weil es halt auch mal so bis zu einem Tag, vielleicht je nach Gattung, auch dauern kann, das Ganze. Kann ich mir gut vorstellen. Auf der Seite habe ich jetzt eine ganz spezielle Gattung gehabt, aber bei der war es eben so. Und tatsächlich sind so eben dann die befruchteten Eier dann auch auf der Seeoberfläche dann eben wieder runter sinken können, den Seeuntergrund und wieder zu Larven werden. Und wieder die ganze Prozedur sich wiederholt. Also einfach nur der Wahnsinn, was sich die Natur dabei gedacht hat. Aber gut, jetzt wissen wir Bescheid, warum Eintagsfliegen Eintagsfliegen heißen und was sie so Tolles an ihrem einen Tag machen. Ja, dann würde ich sagen, ich höre noch letztes Mal ein Figürchen und dann, ja, hätten wir es auch, ne? So, ich habe hier gleich mehrere Figürchen für euch. Und zwar habe ich hier 2, 4, 6, 8 Stück, 8 kleine bunte Schmetterlinge für euch vorbeigebracht. Und deswegen, weil ich habe jetzt keine Eintagsfliegen gehabt, aber Schmetterlinge sind zumindest auch in der Insektenfamilie geblieben. Und ich habe gedacht, das passt ganz gut. Und ja, da sehen wir diese süßen kleinen bunten Schmetterlinge. Die passen, finde ich, ganz gut zum Thema, weil die sich ja auch dann verpuppen und dann eben sozusagen zu einem wunderschönen Schmetterling werden. Die leben zwar ein bisschen länger wie Eintagsfliegen, aber ist ja dieselbe Richtung an Insektengruppe. Ja, deswegen diese Figur. Und vielleicht ganz kurz am Rande für diejenigen, die es bis heute nicht erraten haben, aus welchem Material die Figuren entstehen. Am letzten Tag kann ich es ja sagen. Und zwar sind alle meine Figuren, die ich gezeigt habe und noch viele, viele mehr, die ich noch habe. Also am Rande vielleicht Information, wenn ihr Bock habt, dass ich mal so eine kleine Session euch zeige, was ich an Sammelsurium an diesen ganzen Figuren habe, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich ein kurzes Video dazu. Aber ansonsten habe ich da noch ganz, ganz viel und die ganzen Figuren bestehen aus einem ganz bestimmten Material. Ich habe die ganze Zeit gefragt, ne? Einmal wurde sie auch erraten. Liebe Grüße an diejenige, die es erraten hat nochmal. Und ja, für die, die es nicht wussten, es sind Figuren und zwar sind die aus Radiergummi. Also es sind Radiergummis. Ja, das müsst ihr euch mal überlegen. Ich sammle also neben vielen anderen Sachen, sammle ich Radiergummis in ganz verschiedenen bunten Formen. Groß, klein, bunt, schwarz-weiß, 3D, 2D. Alles Mögliche habe ich hier schon hinter mir und in Boxen aufbewahrt. Genau, jetzt wisst ihr ja auch Bescheid. Ja, und vielleicht noch als letztes Schlusswort zur Eintagsfliege, so als kleines, ja, so ein bisschen Gedankenspiel vielleicht noch. Vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen uns von Eintagsfliegen so ein bisschen was, ich sag jetzt mal, abschauen. Also nicht falsch verstehen, vielleicht nicht unbedingt jetzt auf das eine bezogen, was jetzt die als Fokus haben an einem Tag, aber einfach generell, dass man überlegt einfach, wenn man jetzt nur noch einen besonderen Tag hätte vor sich, also wirklich einen besonderen Tag, was würde man an einem Tag machen wollen? Was wäre das? Wäre das was wie die Eintagsfliegen? Wäre das was anderes? Wäre es irgendjemanden treffen, irgendwas sagen, irgendwas machen?
Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, ist auch okay, dann behaltet es für euch. Aber besinnt euch mal, überlegt euch mal, was ihr an so einem besonderen Tag, wenn ihr überlegt, ihr musstet darauf hinarbeiten, so wie hier die 3 Jahre, die wachsen heran und haben dann einen besonderen Tag, um sich fortzupflanzen. Was wäre das Besondere, was ihr machen würdet? Könnt mal gerne überlegen. Genau. Ja, und an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne wieder ein da lassen. Vielen Dank dafür und sonst hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, eure Kinga. Tschüss! So, und PS noch, das bin ich euch ja noch schuldig, ich habe es am Anfang gesagt vom Video. Es ist so, das ABZ-Format, so wie wir das heute auch hatten im Thema Eintagsfliege, wird es so auch nicht mehr geben erstmal. Ich gehe, wie gesagt, schon zu Beginn zu einer Pause über. Ich nenne es mal eine kreative Pause. Ich habe nämlich überlegt, meinen Kanal so ein bisschen umzustrukturieren. Also ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung ich gehe. Ich habe ganz viele Ideen jetzt schon auch, wie ich es machen kann. Aber ich habe noch keine konkrete Idee oder Richtung. Fakt ist nur, die kleine grüne Drehscheibe, weil ich sie einfach selber zu niedlich finde. Ich denke, sie wird uns noch beim einen oder anderen Mal begleiten, weil sonst fände ich es irgendwie auch schade drum. Aber wie kann ich eben noch gar nicht sagen, weil ich es noch nicht genau greifbar für mich gemacht habe. Aber an der Stelle wird es sicherlich bald Informationen geben, wahrscheinlich eher über Instagram und Facebook. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, ihr könnt gerne in der Infobox schauen, da habe ich mal meine Profile verlinkt, weil da bin ich ein bisschen aktiver und da kann es sein, dass ich die Informationen, wie es weitergeht, vielleicht ein bisschen eher euch präsentiere und droppe, dass ihr Bescheid wisst. Genau. Aber an der Stelle würde mich trotzdem sehr, sehr freuen, wenn ihr weiterhin am Donnerstag mit dabei seid, weil das Mark-WG-Video an sich, das bleibt ja so, wie es ist. Also das will ich weiterhin so beibehalten. Das finde ich selber sehr, sehr cool. Und an der Stelle finde ich auch wirklich ein riesen, riesen Dankeschön an alle da draußen, die mir bisher von Anfang bis Ende, ganz speziell beim ABZ-Format, einfach zugehört haben, zugeschaut haben und es so gefeiert haben. Also wirklich danke an euch da draußen. Ja. Hat mich wirklich sehr gefreut, mit euch dieses Format zu teilen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Aber nichtsdestotrotz, Wandlungen bzw. Neuerungen müssen sein. Das Leben, ja, verändert sich ja auch ständig. Also von dem her, seid nicht traurig. Donnerstag sind wir ja noch dabei. Also bleibt mir da gerne treu, wenn ihr möchtet. Und ja, ansonsten, ja, hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Also in dem Fall am Donnerstag. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, eure Kinga. Tschüss.